Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen CSGO-Video. Es gab heute ein Update und jetzt wollte ich mal nochmal gucken. Ich hatte ja den Smoke-Bug und ich wollte einfach mal schauen, wie das jetzt im Overwatch aussehen würde. Ob man entdecken würde, dass ein Cheater war, beziehungsweise wie gut ich das versteckt habe. Ich glaube, ich habe es überhaupt nicht gut versteckt. Aber wir schauen uns das jetzt mal an. Ich glaube, also in der ersten Runde, da war eigentlich so gut wie nichts. Weil die Smoke, die konnte ich nicht sehen, aber das konnte ich auch nicht ausnutzen. In der zweiten Runde war, glaube ich, auch noch nichts. Steuern wir nochmal ein bisschen. Nein, in der zweiten Runde war auch noch nichts. Ich glaube aber in der dritten oder vierten, da war schon irgendwas. Hier war auch noch alles normal. Hier habe ich nochmal schön geklatscht. Naja, gut, es war noch ein Kumpel am Leben. Und ja, hier habe ich getestet, ob ich die Smoke sehe. Ist vielleicht auffällig für den einen oder anderen, dass man einfach eine Smoke hinschmeißt, aber denke eher nicht. So, ich glaube diese Runde. Ja, erstmal hier die Waffen ausgetauscht. Bisschen gepiekt. Dann die Smoke, genau. Aber das ist auch ganz normal. Jetzt wusste ich nicht genau, ob ich hier drüber sehen kann oder nicht. Ja, jetzt wird's ein bisschen fishy gleich. Ja, der erste Schuss ist, denke ich, ganz normal. Das ist die Frage. Den könnte ich gehört haben. Den könnte ich echt gehört haben. Gut, dass ich da niemanden getötet habe. Jetzt ist die Smoke weg gewesen. Das habe ich aber nicht gewusst und dann wurde ich natürlich erschossen. Aber okay, das ist alles noch alles im Bereich des Machbaren, denke ich. Oder im Bereich des Möglichen. So, weil hier habe ich jetzt eine Smoke hingeschmissen. Bin dann, glaube ich, einfach durchgerannt. Und das wollte ich mir nochmal anschauen. Ob ich überhaupt was gecheckt habe. Nee, ich habe nicht mal Tunnel gecheckt. Rechts habe ich auch nicht gecheckt. Aber gut, vielleicht durch einen Long Call, dass alle long sind. Das ja, vielleicht. So, jetzt, das war ein bisschen fishy. Dann machen wir nochmal ein bisschen langsamer. Und gucken jetzt mal genau, wie ich das gemacht habe. Okay, ich sehe den rechts. Und den links habe ich auch gesehen. Während dem Sprung. Frage ist nur, vielleicht nochmal kurz im Replay nochmal schauen, ein bisschen zurück. So, jetzt smoke ich nochmal. So, ganz langsam erstmal. Also die Gegner sind hier und hier und jetzt springe ich, sehe beide, der bewegt sich, glaube ich, nicht vom Fleck. Ne, der ist immer noch an derselben Position. Doch, ja, könnte man gemacht haben. Also nicht unmöglich. Denke ich auch im Bereich des Möglichen. So. Jetzt habe ich hier eine Smoke gehabt. Bin ich rein und raus gelaufen. Um das zu testen. So. Oh, habe ich jetzt auch noch Wallhack. Okay, der ist tot. Dann weiß ich, dass da einer ist auf jeden Fall. Den habe ich noch geholt. Und ich glaube, ja. Jetzt gucke ich gleich Upper mit. Jetzt wird es nochmal sehr spannend. Flasht und der wird gleich smoken. So, ich sehe nichts. Naja. Ah, okay. Ich bin dem nicht sehr mit dem Zoom hinterhergegangen. Das ist schon mal ganz okay. Einfach mal einen random Schuss da rein. Das ist auch okay, denke ich. Dann laufe ich weg. Das ist verdächtig. Sehr verdächtig. Und ja, wie ihr wahrscheinlich alle gesehen habt, danach wurde ich erschossen. So, ich glaube nämlich, jetzt habe ich versucht, in der Mitte hochzugucken. Genau. Aber ich wusste nicht genau, was ich sehe. Hier war nämlich auch nochmal eine Smoke. Jetzt habe ich so geguckt, aber ich war mir nicht sicher, ob ich was überhaupt sehe. Dann bin ich nach B rotiert. Ich war nicht geflasht, alles klar. Erst danach. Also die konnte ich locker umschießen. Und jetzt war auch wieder das Problem. Den habe ich gesehen, ich hätte schießen können. Aber ich war mir unsicher, ob da nicht schon eine Smoke liegt. Aber soweit alles im Bereich des Möglichen. So. Hier liegt nämlich auch gleich eine Smoke. So, den habe ich auf jeden Fall gesehen. Den würde ich jetzt nicht sehen. Aber ja, gut, den hat mein Kumpel erledigt. Ja, gut, den habe ich auf jeden Fall gesehen. Da war keine Smoke. Alles safe. Und dann beschwert er sich, dass ich einen Bann bekomme, wenn ich ihn da kille.
Verstehe ich eigentlich nicht so ganz. Genau, hier habe ich dann zwei Leute gesehen, die rübergelaufen sind. Ah, die hätte ich aber auch so gesehen, glaube ich, wenn ich gesprungen wäre. Auf jeden Fall hätte ich die ansagen können. Okay. Ja, hier passiert eigentlich nichts mehr. Hier liegt Feuer. Hier liegt überall Feuer und ich habe eigentlich nur diese Flamme da hinten gesehen. Das war schon mega witzig. Ah ja, genau, diese Runde, glaube ich, mit der SG war... Da war noch eine Sache, die ich auf jeden Fall nochmal gucken wollte. Weiß aber nicht genau, ob es diese Runde war oder die nächste. Doch, ich glaube, es war... Ja, das müsste diese Runde gewesen sein. Hier wurde ich geflasht. Dann wusste ich nicht, ob eine Smoke liegt, deswegen habe ich einfach mal ein bisschen, da drauf geschossen. So, ich hatte noch eine Smoke im Inventar auf jeden Fall. Ich hätte nämlich auch smoken können. Ich mal kurz zu. So, da war ich jetzt auch wieder nicht sicher, ob ich ihn sehe oder nicht. So, ja, da kam die Smoke. Ah, okay, den habe ich aber gesehen auf jeden Fall. Ja, ich hätte locker drauf ballern können. Okay. Ich habe ihn auf jeden Fall gesehen. Wir können ja nochmal ganz kurz zurück zum Punkt da gehen, wo die Smoke gelegen hat. So. Ich hätte einfach weiter drauf schießen können, aber ich wusste nicht, ob da eine Smoke liegt. So. Okay, die Smoke ist da. Und ja, ich sehe deutlich, dass er da rüber läuft. Den kann ich auf jeden Fall sehen. Aber ich war mir halt nicht sicher, wie genau die Smoke liegt. Man könnte fast meinen, ich hätte 999er Ping, so wie ich hier rumschieße. Wahnsinn.